Ich habe mich auch kurzum für Florian entschieden. Wie nett. Ein Verräter darf die Verräter nicht verraten. Und wenn er das tut, dann muss er dran glauben. Das Herz hat schon gepocht, weil ich echt kurzzeitig dachte, das wird heute nichts mehr. Aber Florian hat sich das Genick gebrochen. Irina, wen hast du aufgeschrieben und warum? Entweder bist du der schlechteste Loyal, den man sich vorstellen kann, oder du bist ein sehr manipulativer Verräter, was ich natürlich hoffe. Und deswegen habe ich mich auch für dich entschieden, Florian. Jalil, wer glaubst du, ist ein Verräter und warum? Ich habe ja vorhin eigentlich schon alles gesagt, was mir die letzten Tage aufgefallen ist. Und ich glaube, es kommt jetzt nicht überraschend, aber ich habe Florian ausgeschrieben. Tatsächlich war das für mich die leichteste Entscheidung, weil Florian versucht hat, mir auf die Füße zu treten. Und wer auf meine Sneaker tritt, der wird verbannt. Florian, du hast die meisten Stimmen bekommen. Steh bitte auf und stell dich hier in den Kreis der Wahrheit. Was für ein Move. Unglaublich. Hätte man mir das noch vor ein paar Stunden erzählt, dass es dann so... Und das, also herzlich willkommen bei Verräter. Vertraue niemanden, niemand ist sicher, alles kann passieren. Florian, du wurdest von deinen Mitspielern verbannt. Bitte sag uns jetzt, bist du ein Loyaler oder bist du ein Verräter? Natürlich bin ich ein Verräter. Yes, wir haben den ersten Verräter entlarvt. Endlich mal ein Treffer. Wir sind vielleicht doch nicht so blöd. Und ich sag schon mal, ich glaube, wir werden in der nächsten Entscheidung den zweiten entlarven. War er zu schlecht? Seid ihr zu gut?